Hey Leute, dieser Moment, wenn man versucht zu schlafen, 20 Minuten und die Nachbarn einfach über einem so laut Musik hören. Und die, ja. Das Wetter ist einfach übelst geil, ne? Und ich lieg hier auf der Couch und wollte schlafen und irgendwie kann ich nicht schlafen, weil die Musik, ich kann ja auch meine eigene Musik anmachen und so, aber vielleicht soll ich lieber einfach aufstehen. Ja, ich glaube, das ist ein Zeichen, dass ich aufstehen soll. Ich habe vielleicht 20 Minuten Power genappt, aber das hat irgendwie nicht gereicht. Ich muss ganz viele Klamotten vom Bett räumen. Ich muss Bad putzen, kacheln. Ich muss so viel machen. Ey, wenn ihr wüsstet, wie es hier aussieht. Meine Jelly Belly Beans Packung liegt da auf dem Tisch rum. Flaschen stehen da ganz viele leere rum. Den Tisch muss ich abputzen, abwaschen. Ja, aber es hilft ja alles nichts. Ich muss jetzt aufstehen und es machen, weil es macht ja keiner für mich, leider. Ich bin ja alleine, nein, und ich muss es dann selber machen. Aber Schweinehund und so, den muss ich noch besiegen. Also deshalb werde ich jetzt aufstehen, meinen Schweinehund besiegen und los geht's mit dem Aufräumen, ey. Wisst ihr, wie ich Lust habe? Absolut gar keine. Aber ich mache jetzt mal. Kennt ihr das, wenn ihr Grippe habt oder erkältet seid und Kopfschmerzen habt ohne Ende? Ich habe so Kopfschmerzen, Leute. Es ist nicht mehr schön, aber was soll's? Vielleicht laute Musik anmachen, dann verschwindet es, keine Ahnung. Ja, ich sollte mir einfach generell nicht so viel Gedanken machen über unnötige Dinge im Leben. Vielleicht habe ich deswegen Kopfschmerzen. Draußen ist es mega windig einfach. Ihr Lieben, wie gesagt, ich werde es aufräumen und vielleicht mache ich noch eine Story. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, meine Story hat sich wieder komplett verdreht. So sehen meine Haare halt aus, wenn ich irgendwie komisch gelegen bin. Egal, ich style sie jetzt nicht extra für eine Story. Für was? Ich bin ja erst gerade aufgestanden. Bis später. Schwere Körperverletzung, zwei Verstöße wegen Waffenbesitz, das erste im Verhör noch.